Ja, geil. Also, hallo Jan, falls du das hier irgendwann mal privat sehen solltest. Bist der Geilste. Macht Spaß mit dir in den Skype-Konfis abends oder so. So, und jetzt gibt's hier irgendein Interview-Gedöns. Jetzt gibt es zuerst den Grabbelsack. Du darfst da einmal reingreifen. Den Grabbelsack. Genau, und zwar ohne zu gucken, irgendwas rausziehen. Wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und wenn ich nicht wüsste, was da so irgendwie... Nee. Er macht es spannend, wie immer. Irgendwelche Vorgaben, was ich da rausziehen soll? Ja, was Schönes. Das hat sich aber anders angefühlt. So. Ja, und dann erzähl doch einfach mal, was so die ersten Gedanken sind, die dir dabei in den Sinn kommen. Es geht natürlich im weitesten Sinne um das Thema Sexualität. Ein Thema um das Sexualität mit einem Stethoskop. Das geht ja dann schon leicht in die richtige perverse Zone, so Krankenschwester oder so. Das kommt drauf an, was du draus machst. Das, also, das wäre jetzt meine Geschichte, die es ja ausdrehen würde, weil irgendwie jetzt so irgendwelche Sexspielchen oder so, wo die alte Krankenschwester spielt, das wäre jetzt so das, worauf ich abgehen würde, beziehungsweise was ich darauf hin, auf dieses Stethoskop hin interpretieren würde. Wenn ich da jetzt allerdings, nee, das mache ich nicht, das ist... Also wir müssen nicht zu weit gehen, wir bleiben genau. Im jugendfreien Bereich. Genau, apropos jugendfrei, bringen wir das Ganze mal in Richtung Doktorspiele. Erste überhaupt Kontakte mit dem Thema Sexualität. Da ist der Weg, wo du mich hinhaben wolltest. Doktorspiele. Also ich habe nie Doktorspiele gemacht oder so. Also da ging es dann ja, entweder gar nicht oder wenn dann direkt zur Sache. Aber Doktorspielchen oder so, hier mal abtasten und so, nee, gab es gar nicht. Also Doktorspiele ist das, was im Normalfall so im ruhig Kindergartenalter auch schon beginnt. Also ja, so Sandkasten waren wir natürlich schon mega mit dabei, aber nicht mit dem Stethoskop. Hatten wir andere Instrumente. Die Jugend von heute. Wofür braucht man sowas? Das ist ja ein Symbol. Also es ist ja nicht so, dass die Kinder heute im Kindergarten mit dem Stethoskop anfangen, sich so zu untersuchen. Aber ich finde schon krass, dass du Leute dazu bewegst, mit einem Stethoskop auf sexuelle Themen anzusprechen. Finde ich schon der Knaller. Es gibt auch weniger subtile Sachen in diesem Koffer, aber so, du hast etwas gegriffen. So, wir haben ja auch viele Leute dabei. So, jetzt übernehme ich mal das Mikrofon. Das weiß er ja nämlich nicht. Haltet mal alle irgendeinen Gegenstand hoch. Ey. Nee, vom Blatt Papier nicht. Ja, jetzt such dir was aus, jetzt bin ich so gespannt. Da komm her. Was interpretierst du zu diesem Thema in sexueller Hinsicht? Also, ich übernehme mal wieder das Mikro. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, was das genau ist. Also, im Prinzip gibt es ja sehr viele Gegenstände, die von Jugendlichen erstmal genau in diesem Sinne interpretiert werden. Und wenn wir jetzt bei der Größe des Instrumentes sind, können wir ja auch direkt mal frei assoziieren, was Sexualität angeht. Ja, die Frage ist immer, ob es wirklich auf die körperlichen Eigenschaften so wirklich ankommt. In einer gewissen Art und Weise ja, weil wenn du jetzt mal eine Frau vorstellst und du willst das da einführen, sagen wir mal bis zum weitestgehenden Sinne. Das war jetzt deine Interpretation. Genau, dann lieber die Hälfte, so, gutes Stück. Aber dann lieber doppelt so dick, damit es auch noch Spaß macht, oder? Also es ist sehr gut, wie er jetzt wieder das Wort übernommen hat. Das finde ich praktisch, denn dazu musste ich mich gar nicht viel äußern. Artet es jetzt aus oder sind wir noch dabei? Nein, wir gehen jetzt vollkommen wieder zurück in das Thema so erste Erfahrungen hatten wir ja. Genau, wir brauchen jetzt gar nichts auszupiepen. So, das war schon mal wieder. So, ja, wir hatten ja eben, wie gesagt, so Doktorspiele ist der erste Kontakt, den man irgendwann im Sandkasten oder auch ohne Sand dann irgendwann hat. Aber später geht es dann irgendwann los und man fragt immer nach dem ersten Mal. Vorhin auf dem Weg hierhin hast du gesagt, ja, das zweite Mal ist doch viel interessanter, danach zu fragen. Und dementsprechend hast du jetzt die Frage, wie ist es denn jetzt nicht spezifisch, jetzt, wie war bei dir das zweite Mal, sondern so, wie ging es dir damit vor dem zweiten Mal? Was hatte sich geändert im Vergleich zum ersten Mal? Die Aufregung war weg, würde ich sagen. Also die richtig krasse Aufregung, die Angst zu versagen, war weg. Was du beim ersten Mal hast, wo du nicht weißt, was mache ich jetzt, mache ich es richtig, mache ich es falsch, etc. Wo du einfach gar nicht die Sicherheit hast, etc. Die war komplett weg und dann wirst du von Mal zu Mal, wirst du ja auch ja, souveräner. Du wirst, du gehst mir auf den Partner auch eventuell ein beim zweiten Mal. Also das zweite Mal fand ich jetzt wesentlich schöner als das erste Mal. Aber trotzdem hast du ja schon angesprochen, viel Nervosität davor. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dir geholfen, die Nervosität zu senken? Nö. Außer machen und dann das zweite Mal mehr genießen. Genau. Okay.
Jetzt gibt es ja heutzutage immer wieder die Diskussion zu all, also das wird immer jünger angeblich, zumindest sagen das viele, aber jetzt wollen wir gar nicht auf das Alter bei dir damals eingehen, wie alt du warst, sondern eher die Frage im Nachhinein, glaubst du, es war zu früh, zu spät oder war es genau richtig? Nö, also es war genau richtig. Also ich kann es auch sagen, ich habe mein erstes Mal mit 17, habe ich auch kein Problem mit das zu sagen. Fand ich okay. Es war passend, es war die richtige Person und es war jetzt nicht irgendwie ja, irgendeine dahergelaufene und der Tag kommt mit. Nö, also das war eigentlich super. Ja. Wie war es damals für dich? Hattest du jetzt vor dem ersten Mal das Gefühl, eigentlich sollte es schon passieren? Also jetzt im Nachhinein sagst du, ja, war ein gutes Alter, war super, war perfekt. Aber damals, wie hast du dich denn damals dazu gefühlt? Hast du gedacht, hey, jetzt soll es aber mal langsam losgehen, Gruppendruck, gab es irgendwie sowas oder auch Druck aus dir selbst heraus, dass du gedacht hast, so jetzt müsste aber mal? Nee, sogar im Gegenteil. Angebote waren da, aber ich habe da noch Nein gesagt. Okay, also ich habe wirklich auf die Person gewartet, wo ich gesagt habe, mit der willst du das. Also Qualität statt Quantität. Genau. Okay, das ist doch schon mal eine prima Einstellung. Gut, dann generell Thema Emotionalität. Irgendwie, du hast ja schon gesagt, ist sowieso oh, jetzt dann wichtig. Ich bin sensibel hier. Oh, ja. Was gibt es denn für Werte, die dir in der Beziehung besonders wichtig sind? Treue, ehrlich, Offenheit und Humor. Okay, wunderbar. Dann damit haben wir die inneren Werte. Beim Äußeren, wo guckst du zuerst hin? Ich gucke zuerst, man mag es kaum glauben, auf die Augen. Die Augen müssen mich anlachen. Wenn die Augen mich nicht anlachen, hat die Person schon verschissen. Okay. Ja. Was siehst du in den Augen? Was findest du Besonderes? Also die Augen müssen lachen? Die Augen zeigen, sind die Seele, also sind die Tür zur Seele. Wie war es so schön, gab es so einen Spruch, die Augen sind die... Ja, das Tor zur Seele. Das Tor zur Seele. Und ich finde, das kann man auch sehen. Wenn man Leuten in die Augen schaut, kann man sehen, sind die mit sich zufrieden? Was sind das für Personen? Sind die vielleicht ein bisschen hinterhältig, ein bisschen arglistig? Und ich finde, aus den Augen kann man sehr viel herausinterpretieren, sehr viel erlernen. Und man weiß direkt, wo man auch dran ist. Wenn ich dich jetzt so angucke, weißt du, alles klar, der fährt da gerade nicht so drauf ab, wie ich gerade reagiere. Und die Augen können einfach nur die Wahrheit widerspiegeln. Das heißt, auch da kann man ja eigentlich sagen, du hast zwar eigentlich, ja, du guckst auf was Äußeres, aber auch da siehst du wieder nach innen. Ja, klar. Ja, ja, klar. Für dich ist das klar, für mich ist das klar, für viele ist das nicht klar. Deswegen frage ich nochmal so explizit nach. Ist dir das klar? So, mal. Wo guckst du denn als erstes hin? Und jetzt ehrlich, also du brauchst jetzt nicht hier angeben, ey, ich guck zuerst auf den Arsch, weil du gehst bestimmt nicht hin und sagen, ey, dreh dich mal rum, ich will mal deinen Hintern sehen. Auf die Augen. Ja, siehst du. Guter Mann, guter Mann. Schleimer. Guter Mann. Okay, ja, da haben wir schon mal einiges von dir jetzt gehört. Aber jetzt haben wir noch die übliche Abschlussfrage. Wenn du zurückgehst in der Zeit und du überlegst, du würdest dir selber noch einen Tipp geben wollen, aus heutiger Sicht. Du hast jetzt dein Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt schon erlebt. Einen Tipp. Einen Tipp. Einen, nur einen. Du hast einen Tipp, den du dir selbst damals geben könntest. Also an sich sage ich ja immer, mich nochmal zurückgesetzt in die Zeit mit 13, 14, das wäre gefährlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mach es so, wie du es gemacht hast. Ich bin mit meinem Leben grundauf zufrieden, auch wie alles gelaufen ist. Mach es so, wie du es gemacht hast. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank für das Interview. In diesem Sinne würde ich sagen, sicher macht Sex Spaß. Aber auf jeden. Wenn es euch gefallen hat und ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt unter das Video eure Fragen an Commander Krieger für den Teil 2 dieses Interviews. Abonnieren. Wenn ihr dieses Kondom handsigniert von Commander Krieger gewinnen wollt, dann schreibt unter das Video, wen ihr als nächstes im 61 Minuten Sex Interview sehen wollt.